Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von The Infected. Wir sind wieder gemeinsam hier im Livestream und stellen gerade fest, dass ich sehr unvorbereitet war beim letzten Mal, denn wir sind einfach losgefahren, um diesen Truck zu finden, haben aber nicht zu trinken eingepackt und zu wenig essen. Oh. Oh. So, okay, ich guck mal, ob ich so ein Ding bauen kann. Vielleicht geht das ja. Wo ist das Lagerfeuer? Wo haben wir das? Kann ich das hier überhaupt aufstellen? Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe, guck mal, wann haben wir die Infected gespielt? Vorletzte Woche? Letzte Woche? Hier ist es. So, das Ding stellen wir mal kurz hier hin. So. Mach das bitte weg. So. Ich kann leider nichts dazu tun. Mist, wir brauchen Steine. Oh, ist das furchtbar. Ich kann mich halt kaum bewegen, ne? Das Problem ist dadurch, dass ich kein Wasser habe, ist die Ausdauer komplett im Eimer. So, okay, wir versuchen jetzt mal unser Glück und finden Steine. Dann fahren wir vielleicht mit unserem Gefährt einmal Richtung Wasser, holen uns Wasser und kochen das ab. Ich hoffe, das klappt. So, wo ist meine Axt hier? Feuerholz brauchen wir noch. Hast du keinen Urinfilter? Gibt's hier sowas? Gibt es hier sowas? Hast du schon mal Palworld gespielt? Ja. Ich habe keinen Platz. Ich hab gar keinen Platz. Oh nein. Zwei Steine. Okay, ich pack das erstmal weg. Ja, läuft. Wenn wir so durch die Häuser gelaufen sind sonst immer, waren da auch manchmal Getränke drin? Könnt ihr euch daran erinnern? Gab es da sowas wie maximal Melone oder sowas, ne? Weißt du was? Wir fahren jetzt mal vor und gucken, ob wir das hinkriegen. Ich speichere kurz vorher. Ich hoffe, hier ist niemand. Und ich bringe noch mal kurz was weg. Ja. Hallöchen, Rocket. Guten Abend. Rocket, wie geht es dir? Bist du wieder genesen? Geht es dir wieder gut? Bist du gesund? So, hier haben wir noch so einen Benzinkanister. Das kann alles rüber. Nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Naja, vielleicht später. Man weiß es nicht genau. Dann brauchen wir das ja doch wieder. So, hier das. So. So, okay. Ich guck mal. Habe ich was verpasst? Wir sind durstig. Das hast du bis jetzt verpasst. Und es ist Tag. Das ist gut. Ich überlege jetzt halt, mache ich ein Lagerfeuer, um Wasser abzukochen? Oder vielleicht finden wir hier noch eine Melone oder sowas? Wir haben sehr viel Benzin. Wenn wir hier genügend zu essen finden, könnten wir sogar alle anderen Orte auch noch abgrasen. Hier ist noch eine Kartoffel. Hilft das? Oh, ich brauche dringend irgendwie. Wo ist die Küche? Hier, Gummi. Also Kabel brauchen wir auf jeden Fall. Erz nehmen wir mit. Ach du Scheiße. Benzin ist immer gut. Genau, haben wir nicht genug. Wir müssen auf jeden Fall immer Benzin mitnehmen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Benzin, ja. Das nehme ich auch nochmal mit. Könnte sein, dass ich sterbe, weil ich hier am Verdursten bin. Weil ich. Ja, Dose brauche ich nicht. Das Ei, kann man das? Kriege ich da Flüssigkeit? Nö. Warum auch? So, jetzt bitte Daumen drücken. Eine Melone bitte. Kannst mir auch salziges Fleisch geben? Shit. Shit, shit, shit. So, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche bis jetzt gekommen. Glas nehme ich auch mit. Heute ist ja Dienstag. Es ist sehr kalt geworden, wie ich finde. Das nehme ich auch mit. War sehr frisch. Plötzlich. Erst war so Frühling und jetzt ist es wieder kalt. Hallo? Kann ich eigentlich auch schmutziges Wasser trinken im Notfall? Sunny hat morgen Kurzarbeit und frei. Das ist aber schön.
Ja, wieder Eiskratzen. Kalt? Naja, kalt im Gegenzug zu davor. Davor waren ja hier, also bei uns jetzt hier oben, so fast schon 19 Grad und so. Das war richtig frühlinghaft. Und jetzt war so minus 1. Ja, fand ich kalt. So, warte. Ich mach nochmal weg hier alles. Fängt auch noch an zu regnen. Ich trinke jetzt schmutziges Wasser. Ich hoffe, das funktioniert. Keine Ahnung. Oh, ich habe ja auch kein schmutziges Wasser. Ich runk. Okay, warte. Wo ist da hinten? Wir fahren mal ein Stück vor. Wir fahren mal ein Stück vor und gucken mal, dass wir da schmutziges Wasser trinken können. Vielleicht haben wir ja Glück und holen uns keine Infektion. Dann kommen wir wieder zurück und gucken hier nochmal nach Punkten. Oh, fuck. Ich gehe jetzt schmutziges Wasser trinken und dann muss ich das Auto irgendwie wieder da von dem Stein runterkriegen. So. Können wir denn hier was? Warte mal, oder kann ich nur. Ja, ich packe das jetzt hier rein. Trinke das. Hilft das? Es hilft. Das ist wahrscheinlich auch nur nicht immer so. Vielleicht kriegt man dann irgendwie eine Infektion oder sowas. So, das nächste Problem ist, da sind richtig viele Dudes. Ich sollte mir auf jeden Fall noch eine Art Speer bauen. Ich glaube, das ist wichtig. Oder wir legen es einfach drauf an. Kann ich den. Komme ich da wie. Shit. Habe ich keine Spitzhacke? So, ich habe Steine. Hole ich mir noch kurz ein paar Stöcke und dann machen wir uns noch ein Sicherheitsdingsbums. So. Ich glaube, ich brauche nur einen davon. Dann versuche ich erstmal den einen da wegzumachen und dann bauen wir uns einen neuen. So, was brauchen wir? Stockfasern und Dingsbums. Ja, okay, das haben wir jetzt alles. Eins, zwei, drei. Ich safe. Da ist noch einer. Ich bin infiziert oder so. Was brauche ich? Den hier? Medizinverband, ne? Ne, den anderen. So. Okay. Wo ist er? Hau nicht schon wieder ab. Diese feigen kleinen Rexpenner. Komm her jetzt. Ich sehe dich. Er verbeugt sich. Süß. So, schon wieder irgendwas. Was brauche ich jetzt? Das hier? Eieiei. So. Ich gehe mal hier kurz rein. Hallo. Ich brauche noch so einen Punkt. Auch noch so ein. Hier. Oh. Ja. Oh, wir haben drei Tech-Punkte, Leute.
Oha, die sehen ja richtig furchterregend aus nach dem Update. Ja, ich finde auch, aber irgendwie auch cool. Ich finde immer diese eine Verbeugung von dem jetzt gerade, finde ich immer sehr cool. Hat was, so, das brauche ich nicht. Hier haben wir noch ein Ei, das esse ich einfach. Das nehmen wir mit. Hier ist ein Huhn. Oben scheint ein Huhn zu sein. Das deckt. Hör mal auf Rocket. Rocket, ich muss gucken. Was? Leg mir mal wieder Zeit, dass du im Real Life Auto fährst, um Gottes Willen. Ne. Ich kann das nicht. Ich traue einfach keinen anderen Menschen. Ich kann nicht. So, das esse ich auch. Das auch. Guck mal, jetzt kriegen wir nämlich doch Wasser. Das esse ich auch. So. Habe ich das geguckt? Ja. Jetzt gucken wir mal nach dem Huhn. Wo ist denn das? Hühnchen! War das hier mit den vielen Eiern? Ja, genau. Hier war das mit den vielen Eiern. So, dann lasst uns wenigstens die Technologiepunkte holen. Kann sich noch jemand von euch erinnern, ob wir hier waren? Wir waren jetzt komplett. Wir waren hier. Hier waren wir nicht. Dann sind wir ja hier letztes Mal durchgeeiert und sind dann hier rausgekommen. Wir würden jetzt hier nochmal gucken, ne? Ob da der Truck ist und der NPC. Und dann würde ich als nächstes hier oben alles abfahren. Aber hier weiß ich halt nicht. Wo ist denn dieses Huhn? Das macht mich ganz wahnsinnig. Sage mal. So, das brauchen wir auch nicht. Dann gehe ich hier nochmal kicken. Das nehmen wir mit. Eichen. Hier. Gammelzeug. Paar Tüfte. Dafür habe ich keinen Platz. Ich glaube, Glas war jetzt auch nicht so tragisch. Das kriegen wir schnell gemacht. Das brauche ich auch alles nicht. So. Okay, Kuckuckuck. Ich hole mal meinen ATV. Und dann müssen wir da vorne nochmal kurz gucken. Und dann fahren wir zu dem nächsten Ort, okay? So, die passen hier nicht rein. Das hier brauche ich nicht. Das behalten wir erstmal hier. Das ist sehr groß. Die Steine brauchen wir auch. Lassen wir erstmal. Doch, wir müssen auf jeden Fall noch einen neuen Speer bauen. Also lasse ich das erstmal im Inventar. So, das passt hier alles nicht rein. So, dann. Das hier doch. Und dann das hier noch. Und das Gummi brauche ich hier. Und die stecken leider nicht. Wie sieht es mit dem Benzin aus? Ist fast leer. Können wir also gleich auftanken. Tüt. Tüt, 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 tüt. So, hier waren wir gerade. Oh Gott. Hier. Hallöchen, Gunther. Nabend. Ne, hier waren wir schon. Hallöchen, Isabel. Also schön bunt jetzt im Chat. Voll gut. Sieht richtig gut aus. War hier vorne. Ah, warte mal. Hier vorne war auch noch so ein Benzin-Dingsbums. Oh Gott, das ist ein neuer. Der ist gerade neu gespawnt, oder? Ich speichere kurz. Nicht, dass was schief geht. So, den nehmen wir noch mit und dann werde ich mal den Ombre davor. Hallo, bleibst du wo stehen? Tau doch nicht ab. Hier, das ist der mit der Verbeugung. Dieses Huhn, wo ist es? Es war direkt neben mir. Leute, bin ich. Hä? Es ist hier im Schrank.
In der Badewanne. Hinter der Badewanne. Keine Ahnung. Was ist denn passiert, Rocket? Warum warst du bei Gericht? Hattest du das nicht auch schon mal irgendwie erzählt? Du hattest das erzählt mit roter Ampel und so, ne? Das war doch das. Glaube ich. Genau, bei Rot gefahren. So, wir fahren jetzt hier die Straße lang, wo immer die Straße ist. Ich glaube, die ist da vorne. Fahren direkt zum nächsten Ort. Und dann müssen wir Daumen drücken, dass wir jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Technologiepunkt übersehen, dass wir jetzt den Truck finden. Wenn ich hier einmal um die Kurve komme. So, jetzt. Wäre nicht mal so ein Busspiel oder so was für dich? Ja, auf jeden Fall. Oder hier Euro-Truck-Simulator. Hatten wir schon mal das Thema. Oder Landwirtschaftssimulator. Mit den Erntegeräten bin ich auch immer richtig. Das ist mein Ding. Das kann ich richtig gut. Aber wenn der Farming-Simulator kommt, der zweite, der soll ja auch irgendwann kommen, da wäre ich noch mal mit bei. Würde ich noch mal testen. Supermarkt-Simulator. Gibt es sowas? Gibt es oder sowas? Ja. Klingt interessant. Oh, da sind Häuser. Warte. Stopp. Das, was rot ist, ist aber ein Krankenwagen. Ich bleib mal wie immer ein Stück hinten, ne? Weil ich nicht weiß, was hier los ist. Ich muss erstmal sondieren. Ich sehe keinen roten Truck, Leute. Ich denke, es ist so, wie wir beim letzten Mal gesagt haben. Der wird da sein. Da oben wird er sein. Irgendwas sagt mir, dass der ganz oben sein wird. Am Arsch der Welt. Ja, poste mal. Kam erst raus. Poste mal gerne in Discord. Würde ich gerne mal gucken. Gibt es da eine Demo für vielleicht? So eine Demo wäre ja echt nice. Ist da gerade einer langgelaufen? Oder? Nee, es war ein Schatten, ne? Oh Gott, ich habe Hallus. So, mein Speer bitte. Speichern bitte. So, los geht's. Lasst uns Tech-Punkte holen. Ja, viele, viele Häuser. Will ich alles nicht. Kannst alles behalten. Firlefanz, das nehme ich mit. Passt hier nicht rein. First Aid Kit lasse ich jetzt auch hier. Vielleicht nehme ich das einfach. So, dann geht es mir wieder gut. Das hätte ich gerne. Kartoffel lasse ich jetzt. Nee, Kartoffel nehme ich mit. Kartoffel nehme ich mit. Das ist Gemüse, das ist gesund. Gibt doch den Farming-Simulator, Nachfolger vom 19. Nee, ich glaube, ich meine das gar nicht. Was meinte ich denn? Ich habe da noch so ein anderes Farm-Spiel, was ich mal gespielt habe. Davon soll es einen zweiten Teil geben. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Habe ich vergessen. Guck mal kurz, ob hier irgendwo dieser Truck rumeiert. Ist aber hier auch wirklich Ostern, ne? In diesem Spiel, bis wir den gefunden haben. So, hier sind bestimmt noch ein paar Tech-Punkte. Ich sehe schon einen. Ich sehe schon einen. Juhu! Vier Punkte, Leute. Vier Punkte. Top. Kabel nehmen wir noch mit. Das esse ich direkt. Das auch. Dann trinken wir wieder gammeliges Wasser. Das nehme ich mit. Dann trinken wir das. Auch gut. Perfekt. Läuft. Hier noch ein Kabel. Hier Toilettenwasser. Das will ich nicht rauben. So. Bei Steam im Angebot bis 5. März für 10,39. Der Supermarkt-Simulator.
Farmers Dynasty. Ja, genau, das meinte ich, Jagen. Richtig, richtig. Farmers Dynasty. Da sollte es irgendwie einen Nachfolger geben. Irgendwann. Mal gucken. So. Kartoffeln. Da haben wir nur noch ein Problem. Ich kann nicht mehr so lange fahren, weil wir schlafen müssen irgendwann. Mist. Kam am 20. erst raus. Hat das gute Rezensionen? Also egal, wir probieren das ja eh aus. Für einen Zehner kann man machen, ne? So, warte. Und hier. Kein Platz, toll. Ich habe keinen Platz. Na, 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 na. Ja, nee, das nehme ich mit. Also, es wird jetzt wieder nur das Notwendigste mitgenommen. Damit wir das noch schaffen, bevor ich nicht mehr kann. Bevor ich zu müde werde. So, hier ist noch ein Raum. Gut, weiter. Go, 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 go. Wir gucken jetzt nur noch nach Technologiepunkten. Dann haben wir auch bald alle Orte durch. Das ist ja auch noch so ein Thema, so ein Ding für sich. So, keine Technologiepunkte. Passt auch nicht mehr rein. Hallöchen, Maschma, Hallöchen. Wäre ein großer Rucksack nicht auch wichtig? Ja, aber da müssen wir, wurde mir ja geschrieben schon in den Kommentaren. Oh, da ist jemand. Oh fuck, und mein Speer ist fast kaputt. Was? Genau, wir müssen ja für den Rucksack brauchen wir ja Krokodilleder, ne? Und dann können wir einen Rucksack bauen. Aber ich habe noch nie Krokodile gesehen. Ist der gerade despawned? Wo ist denn der? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Wembys irgendwie da ist er. Dass die kommen und einfach wieder gehen. Dass die immer so einfach weg abhauen. So, was ist hier los? Ich gucke jetzt einmal nur schnell durch. Kein Tech-Punkt. Passt nicht rein. Steine brauche ich für einen Speer. War ich hier schon drin? Ne, hier ist noch ein Tech-Punkt. Ja, Mann. Ey, wir haben 5 Punkte. Das ist so gut. Okay. Hallöchen, Angie. Guten Abend. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen. Wenn, dann müsst ihr mich anschreien. So, und hier auch nochmal First Aid. Hier war ich, glaube ich, schon. Ne, war ich. Doch, war ich. So, hier waren wir am Anfang. Genau. Da war ich drin. War ich jetzt überall drin, ne? Hier ist noch Benzin. Das werden wir gleich auffüllen. Wir füllen jetzt Benzin auf. Ich hoffe, ich habe alle Sachen abgesucht. Bin nicht ganz sicher. So, dann bauen wir uns jetzt einen neuen Speer. Das heißt, ich schmeiße jetzt den alten Speer einmal weg. Sicherheitshalber ist der jetzt erstmal weg. Hier, hau ab. Und wir machen uns einen neuen. Dann können wir das andere Zeug auch noch wegschmeißen. Wir fehlen Gegenstände im Inventar. Was fehlt mir denn jetzt? Ich habe doch alles. Fünf Fasern, 3 Stücke, 3 Stücke. Ich habe 8 Steinklinge. Ja, okay. Steinklinge. So wird da ein Schuh draus. Was fehlt mir noch? Hä? Bock. Gebt mir einen Stock.
Wieso hast du den jetzt weggeschmissen? Gehen die kaputt? Ja, die gehen kaputt und der hat nur noch so Mühe. Und ich habe jetzt Bammel, wenn der nächste kommt und ich den kaputt mache, dass der Speer dann kaputt ist und ich dann wieder laufen muss. Deswegen nehme ich einfach einen freshen Speer. So. Okay, jetzt. So. Haben wir. Steinspeer. Der sollte jetzt auch direkt hier drinnen sein. Auf der 3. Perfekt. So, warte mal. Ein Haus habe ich, glaube ich, übersehen, oder? Nee, ich war da drin. Ich war hier drin. Ich habe nichts übersehen. Wir fahren. Oh, das ist auch neu. Sind die vorher nicht kaputt gegangen? Das ist ja krass. Okay. Habe ich anders in Erinnerung, tatsächlich. Auch bei der alten Map. So, okay, wir fahren jetzt. Oha. Gibt es irgendetwas, womit wir wieder Energie bekommen? Gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die uns Energie geben? Schon wieder so ein Kakun. Oder kann ich irgendwas bauen, was uns Energie gibt? Kann ich, glaube ich, im Inventar gar nicht machen. Ne? Wir haben im Inventar keine Option, irgendwie Dinge zu machen, die uns Energie geben. Ein Energie, zwei Energie, acht Energie, Melone. Wenn wir Melone finden, nehmen wir die. Acht Energie hat die. Ist besser als nichts. Gucken wir mal. So, okay. Wir werden jetzt hier rumfahren. Und dann hier außen lang. Was ist jetzt schon wieder? Oh, ich habe Durst. Mist, wir werden jetzt wieder schmutziges Wasser trinken müssen. Wenn wir eine Infektion kriegen oder eine Magenverstimmung, können wir ja Eier essen. Aber ich habe, glaube ich, keine mehr. Aber wir werden bestimmt Eier finden. Das kann ja nicht das Problem sein. Fahren jetzt rechts, links. Trinken was. Und fahren dann irgendwie. Hier waren wir schon, ne? Ja, ich erinnere mich. Da ist unser Lagerfeuer. Und eigentlich irgendwie hier lang. Um mich hier rum. So, hier irgendwie lang. Hier am Wasser lang. Durch das Wasser kann ich ja auch fahren, wurde mir gesagt. So. Dann trinken wir jetzt hier einen Schluck. So. Bin nicht tief genug drin, glaube ich. Ich hätte auch noch 100 Wasser gehabt. Na gut. Yummy. Ich bin sehr müde. So, wir sind jetzt hier. Ich versuche, aber wir müssen auf die andere Seite. Ich versuche jetzt hier nochmal rüber zu fahren und dann zu diesem Ort. Vielleicht schaffen wir diese beiden. Eigentlich würde ich einmal gerne die komplette Runde fahren. Vielleicht können wir das sogar machen. Aber ich kann dann nicht mehr absteigen vom ATV, weil wir uns nicht mehr bewegen können dann. So. Oh Gott, die ganzen Bäume. Hilfe. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das nicht. Ja, dann hier irgendwie hoch. Da muss jetzt gleich noch ein Ort kommen. Geradezu.
Müssen wir wieder Daumen drücken jetzt. Werden wir den Truck finden? Ja, nein, vielleicht. Wo sind das? Hä? Wir müssen quasi davor stehen. Wo ist... So, ich sehe schon mal keinen Truck. Was ist mit dem Aloe? Gibt das Energie? Gute Frage, wir checken das. Aloe, wo bist du? Eben war hier noch Aloe, jetzt ist keins mehr da. Da. Kann ich das irgendwie ernten? Mit der Axt, glaube ich, ne? Es hat gar nichts. Kann durch Ernten von Aloe-Pflanzen in Wüstenbiomen erhalten werden. Da kann ich aber nichts. Ich kann das nicht zu mir nehmen. Nee, das wird nichts. Schiete. Bin auch gleich komplett down, ne? Also ich werde jetzt, oh shit, ich will nicht wieder zurückfahren, aber wir müssen wahrscheinlich. Was sollen wir sonst machen? Die Betten kann man ja nicht verwenden. So, ja, komm ran. Die infizieren einen immer. Die hier. So, haben wir denn hier irgendwie irgendwas Cooles? Nein, auch nicht. Okay, dann gehe ich hier mal rein. Tech-Punkte würde ich schon gerne noch mitnehmen. Ja, im Notfall müssen wir halt nach Hause fahren. Was soll's. Und schlafen. Was sollen wir machen, ne? Ach, ich wollte doch nichts mehr mitnehmen. Ölkanne. Ist noch ein Ei. Das trinke ich schon mal. Das gab ein bisschen Energie. Melone gab uns ein bisschen Energie. Wenn wir noch mehr Melone finden, könnte das helfen. Okay, ich guck mal. Vielleicht haben wir noch Glück und mehr Melone da. Eine Cola wäre gut. Oder sowas. Kann ich nicht... Das müssen wir mitnehmen. Ich kann das nicht hier lassen. Ich glaube, wir haben im anderen Ort auch diese gelben Dinger liegen lassen. Dann lasse ich lieber Benzin hier oder diesen Kram. Nee, oder hier Glas, Plastik. Plastik war, glaube ich, auch nicht so schwer zu machen. Aber das müssen wir mitnehmen. So. Es gibt leider nur Gesundheit. Da. Oh, Tech-Punkt. Ja, 6 Punkte. Geht in dem Game keine Matratze oder Zelt für unterwegs? Nee, das gab's hier irgendwie nicht. Oder? Nee. Nicht in dem Spiel. Das war... Wo war das denn? Mit der Matratze. Bei Ranch Simulator. Die Dinger sollte ich jetzt lieber nicht essen, weil die nehmen Energie. Hier, der gibt Energie. Oder wie war das? Auf jeden Fall, glaube ich, brauche ich jetzt eher Obst, Gemüse, um Energie zu bekommen.
Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Oha. So, ein bisschen Gammelzeug noch. Jetzt bin ich überladen. Toll. Blei geht raus. Das ist so schwer. So. Okay. Die Häuser sehen aus wie die alten DDR-Bungalows. Ich erinnere mich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Wie viel Kevlar hier ist, ey. Voll gut. Fünfmal Kevlar. Das lohnt sich. Shit. Was schmeiße ich weg? Hier, Lehmerde weg. Okay, was schmeiße ich noch weg? Ich esse das Ei. Ich esse rohe Kartoffeln. Das gibt mir auch ein bisschen Energie. Die Dinger geben auch Energie. Und ich habe noch Notfallwasser dort. So. Okay, das haben wir. Den Ort haben wir. Schaffen wir noch einen weiteren? Ich habe keine Ahnung, ob wir das hinkriegen. Würde jetzt einmal hier rumfahren. Was ist das für eine Suppe gewesen? Welche Suppe? Das war keine Suppe. Du meinst, das war ein Öl, so ein Öl, so eine Ölkanne. So, wir müssen einmal links holen. Oh, wir haben 6 Tech-Punkte. Wir können ja lernen, was das Zeug hält. Geh schlafen, aber wo? Das ist sau weit weg. Sollen wir nicht noch versuchen, eine Runde zu fahren und einen Ort mitzunehmen? Der ist doch hier gleich oben, ne? Na gut, ist ganz schön weit weg, ne? Wir müssen sonst bis da runterfahren. Das ist sau weit. Obwohl, wir müssten eigentlich nur hier runterfahren. Und dann könnten wir am nächsten Tag diese Strecke machen und hier wieder zurück. Zum Schlafen. Man muss ein Fundament bauen und dann kann da ein Bett draufstellen. Man muss nur eine Säge und ein Ortsschild zusätzlich haben. So kann man sich schnell einen Außenposten bauen. Man muss sich unterwegs doch irgendwie versorgen können. Also ich brauche auf jeden Fall diese Sägebank, dieses Schild. Und das ist, ich glaube, wir sind schneller zu Hause. Wir haben ja genug Benzin, ne? So. Okay. Ich fahre jetzt hier zurück. Dann fahren wir einmal quer durch. Dann machen wir uns zu Hause einmal hübsch. Dann bringen wir alles weg. Das Gute ist, ich habe nicht aufgeräumt. Das wollte ich eigentlich machen. Habe ich nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, die Kisten zu sortieren, weil ich eher bei The Front sortiert habe und bei Enshrouded sortiert habe und überall. Aber ich habe es nicht geschafft, bei The Infected zu sortieren. Ja, das heißt, die Kisten sind immer noch alle komplett durcheinander. Ich habe zu wenig Platz. Aber mal gucken. Aber dann machen wir das schön, dann schlafen wir. Fahren wir jetzt hier nochmal durch diese tolle Landschaft. Genau, fahren wir jetzt einfach geradeaus. Der Weg ist nicht ganz so weit. So, dann machen wir uns auch ein richtiges Wasser. Ja, ne, ich finde auch, das sieht schön aus. Hier mit diesem Wüstenbiom. Voll gut. Es sind jetzt nicht mehr viele Orte, ne? Also wir müssten theoretisch jetzt mal so langsam den Ort finden, wo der NPC ist und der Truck. Die Frage ist jetzt auch, sind die beide zusammen im gleichen Ort oder müssen wir... Stopp. Oder müssen wir... Oder sind das zwei verschiedene? Oh ja, du kannst gleich schlafen. Gleich kannst du schlafen und dann machen wir dir noch was Schönes zu trinken. Gegessen hast du ja genug, also Essen finden wir gut unterwegs.
Was ein Ort. Achso, dann wissen wir auch gleich, ob wir bei dem Ort schon waren. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier schon waren. Oder? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ob wir hier schon waren. Hier waren wir noch nicht. Das kommt mir nicht bekannt vor. Ruhe. Schnauze. Wollen wir hier nochmal... Ne, wir fahren jetzt nach Hause. Wir fahren jetzt einfach nach Hause. Wir sind jetzt hier schon mal durchgefahren und haben gesehen, dass da kein Truck ist. Das wissen wir jetzt schon mal. Dann können wir ganz entspannt außen rumfahren. Juhu, Gewitter. Einmal um die Kurve und dann müssen wir nur noch mal... Ah, das geht ja. Das ist ja absehbar. Genau, Zeug ranholen kannst du auch mit dem Truck. Ja, ne? Das müssen wir jetzt echt nicht machen. Wir holen... Also wir gehen trotzdem durch... Also wenn wir in den Orten sind, gehen wir einmal durch die Gebäude und holen diese Tech-Punkte raus. Wenn da welche rumliegen, offensichtlich. Und ansonsten haben wir beide... Warte. Hier waren wir überall schon. Gleich darfst du schlafen. Ich glaube, ein weiter noch. Und dann können wir geradeaus fahren. Ein weiter rechts. Ne, zwei weiter rechts. Was gab es eigentlich zu essen, Rocket? Zum Abendessen? Fährst du auch nochmal zur Base oder hast du noch keine gebaut? Ich fahre jetzt zur Base, ja. Weil da können wir schlafen, da können wir uns lecker Wasser kochen. Und dann können wir die andere Tour machen und fahren dann die anderen... Spots ab. Und dann gucken wir mal. Asiatisch gab es. Hm? Jetzt geht's zur Base. So, aufwachen. Reicht, ne? So. Ganz komisch gerade. So, dann packe ich mal zwei, drei Sachen weg. So, Wasser fertig. Dann lösche ich das nochmal kurz. So, das passt. Okay. Dann habe ich jetzt hier noch irgendwas drin. Ne? Ich guck mal nochmal. Irgendwas Wichtiges. Shit. Okay, einen von den Kanistern packe ich wieder weg. Das muss noch kurz weggeräumt werden. Mist, verdammter. So. Warte, gleich geht's los. Also, ihr solltet was hören. Also, wenn ein Ingame-Sound zu leise ist, obwohl ich fand das schon laut, als diese Vambis da eben uns angegriffen haben, fand ich das schon relativ laut. Ich pack das jetzt einfach hier alles rein, ne? Ich sortiere das später. Habe ich letztes Mal schon gesagt.